Ich bin Sexarbeiterin und arbeite als Domina. Callboy oder Edelcallboy für Frauen und Pärchen. Sexualbegleiterin und Sexualassistentin für Menschen mit Beeinträchtigung und ältere Menschen. Ich persönlich höre keine Schimpfwörter. Männer, die diesem Job nachgehen, doch eher akzeptiert sind oder akzeptierter sind, als Frauen, die dieser Arbeit nachgehen. Aber Sexarbeiter werden natürlich mit unschönen Begriffen bezeichnet, wie zum Beispiel Nutte oder Hure. Also eher scherzhaft. Mein Bruder und mein Freund nennen mich Hure. Also es ist vielleicht strange, aber die meisten Leute sagen einfach Sexualbegleiterin. Männer werden ja immer prinzipiell, sobald sie mit mehreren Frauen zu tun haben, dann sind sie einfach die guten Stecher. Und Frauen, die halt dann mit mehreren Männern zu tun haben, sind, ich mag jetzt den Ausdruck nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Und deswegen kann ich persönlich jetzt nicht sagen, dass ich dadurch irgendwie beschimpft wurde oder mir irgendwelche Bezeichnungen in den Kopf geworfen werden, die mich verletzen würden. Und ich nenne mich selber in bestimmten Kontexten, sage ich einfach, ich bin Sexualbegleiterin. In manchen Kontexten sage ich, ich bin Hure für Menschen mit Beeinträchtigung. Ich mag auch das Wort Prostitution nicht so gerne. Ich finde einfach Sexarbeiterin passend. Prinzipiell sind eigentlich die Reaktionen relativ gut. Also die meisten Frauen reagieren darauf sehr interessiert und fragen dann nach. Und manche Männer, die sagen dann, kann ich da mitkommen? Das sind so die allgemeinen Reaktionen, die ich darauf kriege. Wenn wer fragt, verdienst du gut als Hure, ist das überhaupt kein Problem. Wenn wer sagt, ja, was soll ich auf dich überhaupt hören, du bist nur Hure, dann ist es ein Problem. Und selbst wenn mir jemand eine entsprechende Bezeichnung sagt, wie zum Beispiel du Nutte oder du Hure oder was auch immer, da muss ich drüber lachen, weil mich kümmert das nicht. Aber das kann natürlich verletzen und das könnte auch in meine Kolleginnen, die möchten so nicht bezeichnet werden.